Sommerurlaubslaune und wenn das Wetter dann auch noch mitspielt, ab ins Schwimmbad. Allerdings kann das schon recht schnell peinlich werden. Ich sage nur Badehose anziehen. Mein Kollege Jan Schwiderik wiederum weiß, wie man dabei eine richtig gute Figur macht. Hier kommen die ultimativen Checker-Tipps fürs Freibad. Ein Spezialauftrag für Jan. Im Visier vermurkste Umziehmaßnahmen, unsouveräne Sprünge und andere Peinlichkeiten. Hier besteht Checkerwissenbedarf. Mission 1, Badehose anziehen. Nur wie, ohne Kabine? Knifflige Sache. Da wird geklemmt, verbogen, wegsortiert. Wo bleibt da die Würde? Jan muss ran. Entschuldige, ich habe dich jetzt gerade beobachtet. Du willst dir eigentlich nur deine Badehose anziehen, ja? Eigentlich war das der Plan, ja. Ja, aber es sieht irgendwie sehr kompliziert aus. Machst du das immer so? Schon. Und damit ist er nicht alleine. Das krampfige Handtuchgezupfe im Stand ist auf deutschen Freibadwiesen weit verbreitet. Auch die Methode im Sitzen. Uncool. Dabei könnte alles so einfach sein. Also, jetzt hast du nach einer gefühlten halben Stunde hast du jetzt die Hose aus. Und ich habe noch die Boxershort an. Es gibt eine Möglichkeit ohne Handtuch. Okay. Ich habe meine Unterhose drunter. Die ziehe ich hier aus. Hier durch. Und schon kommt sie raus. Kein Handtuch. Geht ruckzuck. Fertig. Stimmt, ja, das war meins jetzt eindeutig ein bisschen aufwendig. Also, wenn schon Badehose im Freien anziehen, dann bitte mit Checkertrick. Schluss mit der Handtuchturnerei. Das sieht natürlich geschmeidig aus. Geschmeidigkeit zum Mitlernen. Die Unterhose unter der Badehose greifen und an beiden Seiten leicht runterziehen. Jetzt mit einem Bein durchschlüpfen, dann oben durchziehen. Fertig. Jetzt hast du die Unterhose drunter und die Badehose drüber. Genau. Wie kriegst du die aus? Was habe ich gemacht? Beides runterziehen und dann raus. Und los geht's. Ruhig, bisschen mit, genau. Das sieht doch schon besser aus. Ein Zusatztipp. Je dehnbarer die Unterhose, desto leichter geht der Trick. Also merken, wenn schon umziehen, dann bitte in Würde. Souveräner kommt Mann nicht in die Badehose. Wie fühlt sich das an? Wie ist das im Vergleich zu deiner eigenen Methode? Ja, also meine ist halt umständlich und dauert auch länger. Die geht schnell, zackig. Fall nicht auf. Wenn dich einer sieht, das sieht auch noch ein bisschen lässig aus. Auf jeden Fall, ja. Genau. So, danke. Viel Spaß. Jo, danke. Mission 2, Handtuch ausbreiten. Und auch das hat seine Tücken. Schnell erinnert die Prozedur an Oma Kasubke beim Bettenmachen. Darf ich dich mal fragen, was du da machst? Das Handtuch zurechtzupfen. Machst du das mit deinem Handtuch hier immer so? Das ist, ja? Erst auspacken, entfalten, dann überall zupfen, liegt es hier richtig? Da ist ja der Tag schon vorbei, bevor dein Handtuch richtig liegt. Umständlich hoch 10. Das ist kein cooler Freibadauftritt von den Jungs. Und auch die Mädels haben es nicht drauf. Ich würde euch gerne mal einen Trick zeigen, wie man das Handtuch auch hinlegt. Das Ganze geht aber schneller. Auf die Plätze, fertig, los. Fertig. Okay. Wie gefällt euch das? Ja, nochmal, das war lustig. Nochmal? Ja. Was habe ich gemacht? Handtuch einmal rum. Suche ich mir einfach die Stelle raus und mach den hier. Fertig. Checkerwissen zum Nachmachen. Handtuch über die Schultern, Rolle, fertig. Ist ein echter Hingucker und spart Zeit. Sieht wirklich gut aus. Fertig. Ja, geil. Ja? Hammer. Nochmal in Checker-Zeitlupe. Das Handtuch an den Ecken der kurzen Seite fassen und um die Schultern legen. Jetzt eine einfache Vorwärtsrolle. Fertig ist der Handtuch-Move. Nimm das Handtuch mal. Werf es dir über die Schultern, bitte. Ja. Das ist das Einzige, was du ab sofort tun musst. Genau. Ein ganz simpler Trick, aber genau die kleinen Dinge erleichtern einem das Leben ungemein.
Eins, zwei, drei. Na Jungs, perfekt. Kleiner Trick, große Wirkung. Echtes Checkerwissen eben. Nächste Mission, der Kopfsprung. Fiese Bauchklatscher, seltsame Kerzen und vermurkster Freestyle. Cool ist anders. Aber super peinlich wird's, wenn Jungs mit einem Körper Eindruck schinden wollen und kläglich scheitern. Wolltest du jetzt gerade einen Kopfsprung machen? War so ein Versuch, aber. Es war ein Versuch, einen Kopfsprung zu machen. Ist das Wasser spritzt hin und her, du platscht irgendwie mit dem Oberkörper ganz schön auf die Wasseroberfläche. Das muss auch wehtun, oder? Naja, ist gut. Was machst du da oben, wenn du da stehst auf dem 1-Meter-Brett, um einen Kopfsprung zu machen? Einfach Hände vor und einfach versuchen, irgendwie rein. Augen zu und durch. Ja. Okay. Augen zu und durch. Die Anleitung zum Scheitern. Akuter Checkerwissenbedarf am Sprungturm. Jan holt die Flugakrobaten aus dem Wasser zu ihrer eigenen Sicherheit. Wollen wir es mal zusammen in der Theorie durchgehen? Ja? Okay. Zeig mal. Hier kommt das kleine Checker-Kopfsprung einmal eins. 3 Schritte Anlauf, ganz wichtig, langsam angehen. Dann abspringen, dabei mit den Armen Schwung holen. Gleichzeitig mit beiden Füßen abspringen. Die Arme über den Kopf und steil nach oben abspringen. Nun der entscheidende Move. Arme zu den Oberschenkeln, Beine anwinkeln. Dadurch dreht der Körper. Zum Abbremsen der Drehung Arme und Beine wieder strecken. Nicht ganz nach Kunstsprung-Lehrbuch, aber so vermeidet man zumindest Bauchplatscher souverän. Versuch's es mal. Ja, ich guck's mir an. Hopp. Also das war schon viel besser. Du bist immer noch ein bisschen mit dem Bauch noch aufgekommen, aber nicht zu viel. Das war gut. Machst du noch ein und versuchst ein bisschen mehr im Winkel aufzukommen. Und siehe da, Übung macht den Checker. Das sah richtig gut aus. Mit beiden Beinen abspringen, kräftig abspringen. Und dann klappt das. Dann sieht das aus wie bei dir. Mit der Technik gibt es keine fiesen Bauchplatscher und keine peinlichen Totalausfälle mehr. Einmal Kopfsprung nach Checkerart, die Sicherheitsvariante. Das war's jetzt gerade, ne? Ja, der war gut. Der war gut, auch vom Gefühl her, ne? Der war gut, ja. Fehlt nur noch eine Mission, Wasser im Ohr. Denn das ist lästig, aber auch dafür gibt's einen Checker-Move. Das ist so die typische Bewegung, ist, wenn man Wasser im Ohr hat, ist immer auf einem Bein springen und den Kopf so komisch halten, ne? Naja. Hast du Wasser im Ohr? Ja, sehr viel sogar. Sehr viel sogar. Und was machst du dagegen? Meistens mit dem Finger irgendwie reinbohren und versuchen, um den Kopf ein bisschen zu wackeln, dass ja, das irgendwie rausläuft, aber meistens hilft's nicht. Hilft nicht und sieht obendrein seltsam aus. Jetzt kommt die ultimative Checker-Lektion gegen Wasser im Ohr. Hilft fast immer. Das ist immer super nervig mit diesem Wasser im Ohr, aber es gibt einen ganz einfachen, simplen Trick. Hier hast du Wasser drin im Ohr, legst den Kopf zur Schulter, greifst mit der Hand hier rum und ziehst das Ohr nach hinten gerade. Rübergreifen und nach hinten oben ziehen. Das passiert dabei im Ohr. Im krummen Gehörgang hat sich Wasser angesammelt. Durch das Ziehen wird der Gehörgang begradigt. Das Wasser kann abfließen. Der Druck verschwindet. Kleiner Trick, freies Ohr. Klappt bei fast jedem, außer der Gehörgang ist extrem krumm. Aber das ist nur sehr selten der Fall. Ja, ich denke, das ist frei. Ja? Cool, ich kann gehören. Ja, nicht schlecht. Jans Mission ist erfüllt und die Welt des Freibades ist wieder ein kleines Stück cooler geworden. Leichter und vor allem lässiger. Die Welt ist wieder ein Stück cooler geworden.